ein Röllchen und da ist ein Röllchen und dann schwabbelt auch ein bisschen Gewebe. Deswegen haben wir ja lange Arme an. Wir von ZIP, wir wollen Ihnen zeigen, auch uns geht es nicht besser als Ihnen und Ihnen Lust darauf machen, den Winterspeck so ein bisschen wegzukämpfen. Das war hier aber leiden auf hohem Niveau, glaube ich, oder? Naja. Gestern gab es von Andreas Wurm ein paar Ideen für Indoor-Sport. Heute bewegt sich Patricia Pantl an der frischen Luft. In den 70ern hätte man gesagt, sie hat sich auf den Trimm-dich-Pfad begeben oder Eile mit Meile. Und heute, da hat das Kind natürlich einen schickeren Namen. Es heißt Motorikpark. Und dort in Neukölln war Patricia unterwegs, um die Mission Speck weg in den Angriff zu nehmen. Ja, und der erste Angriff gilt dem Bauchspeck. Ich bin hier in der sogenannten Open-Air-Muckibude, aber ich bin mit meiner Grobmotorik nicht alleine, sondern ich habe einen ganzen Schwung von Bauchwegtrainierern mitgebracht, die heute mit mir den Motorikpark ausprobieren. Hier zum Beispiel gerade Edith mit Rückentrainingsübungen. Edith, wie geht's Ihnen? Gut, super. Gibt es bei Ihnen so Bauchspeck, den Sie aus dem Winter mitgebracht haben? Der sehr viel. Bauch- und Rückenspeck wird gerade abtrainiert, aber Sie sind noch fröhlich dabei. Ja, natürlich. Dann weitermachen. Trimm-dich-Pfad, das kennt man von früher, da steht dann in Abständen immer so ein Schild, hier eine Liegestütz machen oder hier ein Hampelmann. Motorikpark, es ist tatsächlich der erste Motorikpark in ganz Deutschland und Ulrich Paulich hat ihn gebaut. Was ist denn das Besondere am Motorikpark? Der Motorikpark ist eine Erweiterung des alten Trimm-dich-Gedanken, so wie Sie gesagt haben. Er hat über 60 verschiedene Stationen für die gesamte Körpermuskulatur von oben bis unten. Es geht um die Koordination. Das heißt, dass man Sehnenorgane mit Muskelgruppen addieren kann. Es geht darum, dass die Gehirnhälften sich miteinander verbinden, weil die Hände und die Arme und die Beine unterschiedliche Sachen machen. Und das in sportwissenschaftlich abgestimmten Abständen mit viel Spaß und viel Freude und draußen an der frischen Luft. Genau, mit viel frischer Luft. Und wie wir gerade hier sehen, von Edith bis zu da Kindersportgruppen, es kann jede Altersgruppe mitmachen. Jede Altersgruppe in jedem Zustand, von Spitzensportlern über Nationalmannschaften, die darauf in Österreich auch trainieren, bis normale Menschen mit 10 Kilogramm Übergewicht, wie ich es bin. Und jeder kann sein Tempo selbst auch festlegen. Herr Paulich, dann mal hopp auf dem Gerät. Jetzt würde ich sagen, kann jeder machen, habe ich gerade gelernt. Und das hier ist die Muckibude, aber der ganze Parcours erstreckt sich über den gesamten Park. Hier mal ein Überblick, wie groß die Anlage tatsächlich ist. Das verschafft uns allerdings natürlich noch keinen sportlichen Überblick, aber der kommt hier. An über 60 Geräten kann man sich hier im Park am Buschkrug quasi die Beine vertreten. Los geht's mit koordinativem Aufwärmtraining. Mal raus aus gewohnten Bewegungsabläufen, sich ein bisschen locker machen. Neben Geräten für Kraft und Koordination gibt es auch eine 1,5 Kilometer lange Laufstrecke für die Kondition. Auf Hinweisschildern sind die Stationen erklärt und beschrieben, wie sich bestimmte Trainingsziele erreichen lassen. Hier im Kletterparcours zum Beispiel geht es um Muskulaturaufbau. Und so steht Höchstleistung nichts mehr im Wege. So, und wir sind jetzt bei der nächsten Motorikstation, dem Balancieren. Es sieht ganz einfach aus, einfach nur über den Balken. Es ist aber tatsächlich die schwerste Übung im ganzen Park. Lena, wie geht's? Schwer! Es wackelt nämlich und man kippt fast runter. Katja Sotzmann steht sportlich daneben vom Landessportbund, die den Motorikpark hier mit aufgestellt haben. Welches Fett kriegt man denn weg, wenn man hier so balanciert? Man kriegt das Fett des ganzen Körpers sozusagen weg. Es ist ein Ganzkörpertraining, was man hier machen kann. Und ja, entsprechend kann man frisch vom Winter rausgehen in die Natur und da alles loswerden, was man möchte. Braucht man denn irgendwelche sportlichen Voraussetzungen, um hier mitzumachen? Oder kann man wirklich dick gefuttert aus dem Winter herkommen und loslegen? Voraussetzungen braucht man nicht. Man muss Spaß und Freude an der Bewegung haben. Die bekommt man hier natürlich selbstverständlich. Und ja, wichtig ist einfach nur bequeme Sachen anzuhaben. Ein Schuhwerk, was entsprechend auch ja, bequem ist. Los geht's, genau. Wenn man generell draußen Sport macht, ich meine, jetzt ist es doch auch noch ein bisschen kühl. Worauf muss man denn achten? Was sind die wichtigsten Dinge, auf die man achten muss, wenn man rausgeht?
Bei den Temperaturen momentan ist es wichtig, dass man sich warm anzieht. Nicht zu warm natürlich, weil man ja in Bewegung kommt. Entsprechend wichtig ist auch gerade im Outdoor-Bereich ein Handy dabei zu haben für eventuelle Notfälle. Ansonsten kann man loslegen und was zu trinken dabei haben, ist auch sehr wichtig. Vielen herzlichen Dank. Sie müssen jetzt auch wieder bewegen. Die Nase ist schon ganz rot. Wenn Sie gerade zufällig aber keinen Motorikpark um die Ecke haben, dann gibt es noch jede Menge andere Tipps, wie Sie den Frühling sportlich draußen begrüßen können. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Bouldern, also dem Rumklettern an Findlingen oder Felsen? Bouldern bringt Kraft und schult die Koordination. Ein paar rutschfeste Schuhe und schon kann es losgehen. Eine Matte schützt, falls es doch mal abwärts geht. Ein Schutz für den Baum und eine sogenannte Slackline sind alles, was man für den nächsten Balanceakt braucht. Schwebebalken to go quasi. Das breite Gummiband verlangt ein ständiges Ausgleichen der Eigenbewegung und schult so den Gleichgewichtssinn. Wer es lieber ein bisschen ruhiger angeht, der geht beim Nordic Walking mit. Durch den Einsatz der Stöcke wird zusätzlich die Arm- und Oberkörpermuskulatur beansprucht. Hier steht vor allem Ausdauer im Vordergrund. Ja, oder Sie sind kreativ und denken sich selber noch eine Outdoor-Draußen-Sportart aus. Warum nicht zum Beispiel das nächste Mal einfach so spazieren gehen?